Hast du etwas herausgefunden? Ja, es ist so, wie wir dachten. Die plündernden Schlangen stecken hinter dem Kristallraub. Also doch. Und hier? Irgendwelche neuen Entwicklungen? Nein, nichts Besonderes. Die Amal-Jar beschwören mit ihren restlichen Kristallen schwache Formen von Ifrit. Aber das kennen wir ja schon. Auch Uriange hat weiter nichts Ungewöhnliches beobachtet. Dann liegt es auf der Hand. Was meinst du damit? Wir dachten erst, dass all die verschwundenen Kristalle auf irgendwelchen Routen zu den Amal-Jar gelangen. Aber das war ein Irrtum. Die Kristalle gingen alle übers Meer nach Vilbrand. Nach Lanosea? Aber wieso? Doch nicht die Sahagin. Ich weiß, in letzter Zeit schienen sie ungewöhnlich aktiv, aber... Ihr wollt doch nicht sagen, dass sie ihren Prima E Leviathan beschwören wollen? Doch, Minfilia. Leider. Als wir den Vorfällen mit den Amajina-Kristallen nachgingen, deutete vieles auf eine Piratenbande als Urheber hin. Diese Spur haben wir nach Limsa verfolgt. Und als wir zusammen mit einem Spähtrupp des Mahlstroms auf Erkundung gingen, sahen wir mit eigenen Augen, wie ein Häuptling der Sahagin die Beschwörung Leviathans vorbereitete. Und was noch bedenklicher ist, er sprach davon, dass er die Macht der Unsterblichkeit erlangen würde. Diese Turbulenzen im Äther! Unglaublich! Sie bereiten also wirklich eine Beschwörung vor. Es ist vollbracht! Schon bald verschlingt der Herr der Wogen die Strandfleischer! Die See wird wieder unser sein. Und ich selbst unsterblich. So wie er. Außerhalb des Zyklus von Werden und Vergehen. Er? Unsterblich? Wir haben genug gesehen. Lasst uns verschwinden. Unsterblichkeit? Wenn das wirklich wahr ist... Ist alles in Ordnung mit euch beiden? Du hast es auch gesehen, nicht wahr? Der Zyklus von Werden und Vergehen. Das waren genau die Worte von Ashian Elidibus. Er muss da seine Hände im Spiel haben. Aber kann er dem Häuptling tatsächlich Unsterblichkeit verleihen? Admiral Melvip hat uns um unsere Unterstützung gebeten, falls die Lage außer Kontrolle gerät. Wenn Leviathan beschworen wird, sollen wir ihn bekämpfen. Leviathan ist ein Prima E. Und die Lösung des Prima E-Problems unsere Aufgabe. Wir brechen sofort nach Limsa Luminsa auf. Ich komme auch mit. Tataru, bitte halt du so lange hier die Stellung. Minfilia, ist das dein Ernst? Ja. Es gibt da etwas, das ich unbedingt selbst überprüfen muss. Vielleicht finde ich endlich die Antwort auf die Frage nach dem wahren Wesen der Kraft des Transzendierens. Dann komme ich wohl auch mit. Wenn's brenzlig wird, werde ich dich beschützen. Oder ich dich. Vielen Dank, Tancred. Ist etwas Schlimmes geschehen? Ein Primae droht zu erscheinen. Eorzea wird wieder und wieder von diesen Gottheiten der wilden Stämme heimgesucht. Gottheiten. Und unser Bund der Morgenröte hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Gefahr durch die Primae zu beseitigen.
Dann möchte ich mich euch anschließen. Ich bin nicht unbewandert in der Kunst des Kampfes. Das ist das Mindeste, womit ich eure Güte erwidern kann. Vielen Dank, Yugidi. Jede Verstärkung ist uns willkommen. Du wirst sehen, dass auch Eorzea von vielen Widrigkeiten gebeutelt ist.